Na? Wie geht's der Eichel? Steckt sie in dir? Ah ja, stimmt, ich bin ja der Jacke. So. Ich mag das eigentlich hier, die Stelle. Aber. Ah, das müssen wir ändern, Finja. Habe ich jemals geguckt, wie du aussiehst? Ich weiß es gar nicht. Bevor ich hier flirte. Kann ja sein, dass du ein Kerl bist. Moment. History 2, es gibt keinen dritten Teil. Cap, dieser Mann gehört zu den Rebellen. Ja, bei mir ist alles gut. Ja, er ist ein Söldner, aber im Moment steht Puzzlefahrt, ja, das war. Scheiße, ist das lang her. Bedrohung für die BSAA. Es sei denn, jemand bezahlt mich dafür. Was hast du gerade gesagt? Wo kann ich denn das gucken? Übrigens, was? Danke für die Donation, Georgie. Ich freue mich. Morgen ist der 15. Ah ja, halber Monat wieder rum. Ich sehe deinen Frage am Rande, Tobi. Ja. Hast du heute Geld bekommen von Twitch? Nö, erst frühestens ab morgen. Ach so. Du etwa oder was? Ja. Heute schon? Hey, kann gar nicht sein. Immer der 15. Ich habe heute bekommen. Dann stimmt aber was nicht. Haben sie es wieder halbiert? Gute Frage, muss ich mir mal genau angucken. Ja, ich guck auch mal. Muss mal den Zeitraum auswählen und dann schauen, ob das, weil das darf nicht sein. Weil die halbieren's in dem Moment, wo sie dir die Statistik anzeigen und dann aber nochmal, das darf nicht sein, da stimmt dann was nicht. Ich schau auch nochmal. Was muss ich machen? Einfach weglaufen oder was? Erstmal ja. Okay. Laufen kann ich. Ich weiß zwar nicht wohin, aber ich laufe. Wir müssen auf den seinen Rücken springen. Okay, ich spring gern auf deinen Rücken. Was machst du da? Rufst du wen an? Bist du tot? Nee. Mann, wenn sie noch Söldner war, sahen meine Überlebenschancen besser aus. Nutella mag ich gerne mit Butter. Hörst auf? Ja, Lohn, ja, aber Twitch ist ja jetzt kein Lohn bei mir. aber ich bekomm's am 15. Das Ding ist, es gibt ja so eine Einnahmeseite, also für die, die jetzt gerade zuschauen und nicht wissen, was ich gerade gemeint habe mit halbieren. Es gibt ja eine Einnahmenseite unter den Analysen. Ich kann ja sehen, wie viel habe ich in einem gewissen Zeitraum eingenommen. Und jetzt ist ja so, dass du zusätzlich aber auch noch eine Analyse bekommst von dem vorherigen Tag, was du da bekommen hast. Einzeln an Subs, Bits, Cheers, andere Sachen wie Sounds und so. Und da wird aber jeweils schon der Betrag halbiert bei den Subs. Sprich, zahlt ihr 4 Euro, bleiben maximal 2 Euro bei uns als Streamer und das wird auch so angezeigt und so berechnet. Wenn du aber jetzt, und das ist mir das letzte Mal schon aufgefallen, diese entstandenen könnt ihr mal die Fresse halten in dem Spiel? Ich rede hier gerade. Wen interessiert das? Ich stehe hier nur dumm rum. Wenn ich jetzt vom 16. des Vormonats bis morgen die Einnahmenstatistikseite aufrufe, dann habe ich einen Betrag, der da steht, von dem ich dann ausgehe, das ist der finale Betrag, der ausgezahlt wird, ohne Steuern natürlich. Die gehen ja noch weg dann, etc. Aber, was mir... Boah, die labern. Was mir aufgefallen ist, beim letzten Mal, dieser Betrag, der da steht, da ist schon bei jedem Sub und so die Hälfte abgezogen. Wurde trotzdem nur die Hälfte überwiesen. Und das habe ich nicht verstanden. Weil das darf nicht sein. Die können uns nicht in den Analysen den halben Betrag abziehen und dann nochmal den halben Betrag abziehen, weil dann machen... Das geht nicht. Also das ist dann quasi ein Viertel. Das darf nicht sein. Das habe ich nicht verstanden und dann muss ich mal gucken, ob das tatsächlich jetzt wieder so ist oder nicht. Ich meine, es ist jetzt kein Riesenbetrag. Nee, aber da geht es ein bisschen ums Prinzip. Pfirsich. Zitrone mag ich nicht so. Wenn, dann Pfirsich. Ich hoffe, man hat verstanden, was ich meine. Aua. Ich weiß immer noch nicht, was ich überhaupt machen soll. Ich stehe hier nur dumm rum. Der Profil redet nicht mit mir? Nee, doch, ich mach hier bloß Bossfight. Achso, ja. Ich erkläre den Leuten dann, wie einsam und traurig mein Leben ist, was Twitch-Einnahmen angeht. Nee, aber damit ihr verstanden habt, worüber wir gerade geredet haben,
Weil das ist dann schon seltsam. Das ist dann schon auch irgendwo Abzocke, weil die können ja nicht zweimal 50% abziehen. Oh mein Gott, ich liebe Pimmel! Ich mach halt einfach gar nichts, gell? Ich weiß auch gar nicht. Bist du Feind? Ich bin Feind. Nee, nicht du, der da lang rennt. Anonymous, fahr weiter. Deswegen sind tatsächlich Donations eigentlich besser, wenn man es mal so sieht. Ja. Die kriegst du halt netto, gell? Ich weiß. 1:1. Die Frage, die sich bis heute alle streiten, muss man spenden? Also, es sind ja Geschenke eigentlich. Muss man die auch versteuern? Ich glaube ja. Ja, weil du eine Privatperson bist. Also, ich habe die zumindest angegeben. Habe ja meine Steuer jetzt gemacht. Vorgestern oder so. Keine Zeit dafür, dann mach halt kein Pack-Opening, sondern mach anderen Content oder hast du komplett keine Zeit, um live zu gehen. Ich bringe jetzt Sprengladungen an der Flak an. Sehr, sehr schade. Sie müssen mir etwas Zeit verschaffen. Mach ich. Wie kommt man hier? Ich bin in irgendeinem Gebäude drin, ich habe keinen Plan. Also mit mir darfst du hier gerade überhaupt nicht rechnen, außer du sagst mir mal konkret, was ich machen soll. Mach einfach weiter. Okay. Ich brauche konkrete Anweisungen. Ja, ich bin ja im Nachbarhaus. Hallo René. Der legt jetzt C4 an die Flachs und den müssen wir verteidigen quasi. Ach so. Finja. Ich sehe das Profilbild nur ganz klein. Ich kann das nicht in groß öffnen. Also weiß ich nicht. Aber du kannst mich mal auf Instagram adden. Dann kann ich mir da mal ein Bild von machen. Dann... Soll ich mal Pack-Opening machen? Soll ich mal Georgies Content klauen und dann voll abgehen und berühmt werden und dann lache ich ihn aus? Und als Trostpreis schicke ich ihn dann immer so billige Karten, die ich doppelt habe? Außerdem, die Karten sind immer noch nicht bei mir angekommen. Du wolltest mir die Magierkarten schicken. Ladungen angebracht! Ladung angebracht! Attackieren! Attackieren! Ach, da bist du, hi! Der schießt einer auf dich, hast du das mitbekommen? Ich wollte hier runter eigentlich. Genau die hatten wir bei Herz 2 verloren. Alpha, bereit machen zum Tobi, Feuer. Das ist auch richtig. Es geht ums Herz der Karten. Im Herz der Karten sind alle Karten gut. Mann, geht halt weg, ihr Pisser. Wie soll ich denn da schießen? Die stehen alle im Weg rum. Alle Mann in den unterirdischen Gang. Alle Mann in den unterirdischen Gang. So ungefähr. Meine aktuelle Adresse, die kann ich dir gerne schicken. Darf ich jetzt bloß nicht. Jetzt hätte ich sie beinahe laut gesagt, aber nicht, dass dann Drachenlord-Sachen bei mir passieren. Da habe ich keine Lust drauf. Hä? Sag mal! Roffel, geht's dir gut? Nu? Bist du frisch untenrum? Untenrum ganz frisch heute. Ja, echt? Oh, nice. Da würde ich ja gerne mal ein bisschen dran saugen. Gott. Ich muss zugeben, ich habe ein paar Schlückchen Intus. Mir war nämlich heute sehr heiß und ich war unterwegs im Dorf und da gab's dann immer ein paar, da kriege ich manchmal so ein paar Schlückchen geschenkt. Der Stamperler. Und bei Hitze haut mir das ordentlich in die Kiemen. Tobi, du sollst kein Geld für mich ausgeben, das weißt du doch. Ich freue mich doch, wenn du meine YouTube... Leute, wenn du mal... Tobi, wenn du meine YouTube-Videos guckst, einen Kommentar da lässt, weil das für den Algorithmus gut ist und so, reicht mir doch übelst. Du brauchst doch für mich kein Geld ausgeben. Scheiße, jetzt habe ich... Und das darf ich gar nicht sagen. Werbung nicht wegdrücken, glaube ich. Darf man das sagen? Ich weiß es nicht. Ah!
Ah, nee, das will ich nicht, das Ding. Der arme Broffel, der muss hier mit einem spielen, der... der nicht mal an seiner Seite mitrennt, sondern irgendein Schwach. Ich habe aber nicht Munition, ne? Vergiss ja, das nicht. Ja, ja, du, ja, sowieso, du bist Platin. Deswegen, ich habe von Anfang an gesagt, du spielst, ich bin halt anwesend und sorg für die gute homosexuelle Stimmung zwischen uns. Eigentlich sind wir voll LGBTQ+. Ich verstehe gar nicht, wo die ganzen Leute bleiben. Sie müssen mir etwas Zeit verschaffen. Habe es fast geschafft. Ja, Finn, das wundert mich nicht. Finn, Finn und David, warum spielt doch miteinander? Finn, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber der Alleingang vom... ich werde anvisiert. Der Alleingang vom David das letzte Mal, nice. Ihr zwei werdet ein gutes Team. Oder warst du da dabei? Ich weiß es gar nicht. It's guy love between two guys. Jetzt mal angenommen, mein Pipi juckt. Darf ich dich fragen, ob du kratzt? Ich? Ja. Wenn es eine Notrettung wäre, ja. Wie, und sonst nicht, oder was? Kommt drauf an. Auf die Größe oder den Geruch? Ist sie geschäft? Ja. Dann ist gut. Mit dem Lady Shaver von Venus mache ich das immer. Ja, weil ich muss schon meine Seite da unten, das muss schon schonend behandelt werden. Ladungen angebracht, alle sofort zurück. Alle Flaggeschütze wurden zerstört. Gute Arbeit, Alpha. Aber es ist noch nicht vorbei. Echo-Team kann nicht landen, bis die andere BOW erledigt ist. Wir versuchen, sie aus der Luft zu treffen. Mal sehen, ob die Schwarze ändern. Meine Handpuppe ist endlich fertig. Echt? Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber ich schieße auf das Viech. Immer, schießen ist immer gut. Okay, auf seinen komischen Kanüppeltüppel da, was er da oben drauf hat. No? Er ist immer noch nicht tot. Auf freigelegte Organe ziehen! Feuer frei! Nice! Eigentlich stirbt er jetzt, oder? Ja. Er löst sich in Barts auf. Widerlich. Der Pilot hat schon ihre. Ging doch schnell, war doch gut. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Kann man doch mal machen so. Hey! Zeig mal her, Paddy, schick mal. Hat sie schon, ne? Soldaten sehen für mich alle gleich aus. Instinktiv. Tut mir leid. Willst du uns verarschen? Ich will, guten Flug. Warte, die kosten alle gleich, oder? Ich will den Bigfoot. Nimm den Bigfoot. Der sieht aus wie der von Bully-Film, der Bigfoot. Den will ich haben. Aber da ist noch etwas. Was denn noch, Mann? Mr. Mueller verlangt, dass wir keine Ruhe haben, weißt du? Oh. Soll ich dir mal was schicken? Ja, schick mir was. Guck mal hier. Insta oder wo? Insta, ne? Finja, bist du noch da? Habe ich die Finja nicht schon in Insta? Im Geschäft. Vierfache Trunks. Ja. Sieht schon. Gibt's aber gar nicht, ne? Nee, aber sieht schon geil aus. Das war einfach. Oh. Oh, die Jule liked meine Bilder. Jule, du kleine Schnecke. Ja, ist auch gut gemacht. Muss immer aufpassen, weil bei mir war schon mal eine Zeit lang Insta komplett voll, übrigens, nur mit solchen Dragon Ball Arts. Der Typ, mit dem du vorhin so dicker warst. Ich brauche nur den Skin eigentlich. Den Rest kannst du für dich ausgeben. Vergiss es. Ich trinke nur noch Wasser, ey. Ganz komisch.
Dank Gott, Goku. Was war das? Ja, ja, wir kämpfen jetzt gegen... etwas Schlimmes. Oh ja, tatsächlich. Ich überlege gerade, wo war denn der? Achso, der kommt ja. Wie, der kommt ja, hä? Kommt der jetzt hier rein oder was? So ähnlich. Ich gebe nicht auf. Aufpassen, der zeigt sich immer kurz. Es brennt. Bruder ja. Jakob, es brennt. Lösch das mal. Bringen Sie zum nächsten Heli. Das machen wir total easy jetzt hier. Zum Heli springen. Aber, achso, geht nicht mehr, ne? Die Einstellung. Doch, man hätte schreiben können, Ausrufezeichen Szene, aber... Ja, klar! Das ist ganz realistisch. Und ich spring einfach so rüber, oder was? Na, Sichi! Jacke, Alter! Jacke und Hose! Hinten ans Geschütz. Vor allem, der Typ sieht aus wie der Vulcan Raven aus Metal Gear. Das wird ja immer besser. Kennst du noch einen Vulcan Raven? Ich glaube ja. Ich hab ihn gerade nicht. Ich bin gerade ein bisschen gestresst. Im Eis. Weil Boss an den Containern. Ja, ich krieg natürlich einen Headshot ab, oder was? Hallo! Eigentlich nur auf die Helis schießen. Ich dachte auf ihn. Nee, die Helis. Geht schneller. Er zieht auf uns. Und die Raketen müssen wir abschießen. Meint doch, aber er schießt ja mich ab. Das war's, oder? Ja, jetzt kommt er her. Achso. Pupsi. Achtung! Fallschirme! Hast du? Ich hab ja. Ich nicht. Nee? Nee, aber er hat ihn ja. Siehste, ich rette dich, obwohl ich nicht mal drücke. Oder das nenne ich mal Support, ha? Ich drücke nicht und rette dich trotzdem. Bin schon ein geiler Typ. Wie ich mit dir umgehe, ist schon geil. Das ist schon heftig, ne? Also da muss ich ihn dann doch mal rausziehen. Vielen Dank, Tobi. Dann habe ich jetzt schon zwei Skins. Das haben wir doch schon wieder gemeistert hier. Ende des Kapitels 1, hä? Jake Mueller. Wieso 1? Nur 9700. Achso, es ist ja. Ah, ja, ist ja neue Story, ja, ja. Genau. Kann ja eh nichts skillen. Wurde nicht vom Vorgänger übernommen, oder? Die Skillpunkte. Doch. Achso, doch. Wieso habe ich dann nur 9700? Ist aber wenig. Ja. Also, I am ready to fick in the ass. Genau, los geht's. I am ready to, rumble. Ready to rumble! Oh, das bin ich. Ich bin der Jacke. Schlecht, wenn du... du blutest. Nein, ich. Nein, du. Du hast deine Tage. In der Regel blutest du. Oh, oh, du bist tot. Ich muss alleine spielen. Ja. Oh, shit. Auch am Strand gibt's Regeln. Was mache ich jetzt? Kennst du das Bild dazu? Nee, das wirst du lieber nicht sehen. Ziehen sie es raus. Nein, das ist voll dumm. Stimmt denn nicht mit ihr? Deine Verantwortung. Nein, zieh's nicht raus. Das weiß man doch, dass man das nicht macht. Ah!
Hat halt einfach mal gefühlt 8 Organe durchtrennt oder so, das Ding. Guck hin. Hä? Sie ist auch so ein Prototyp, oder was? Ja. Ich habe gestern angefangen, mir die komplette Resident Evil Timeline anzuschauen. Da gibt's ein cooles Video. Es geht lange, oder? 1,5 Stunden oder so. Erklär mir, was da gerade passiert ist. Was willst du sagen? Ja, hör mal! Ja? Lange Geschichte. Irgendwie Lori oder so heißt der Typ. Der fängt schon in der Antike an. Geht weit zurück, ja. Was machst du da? Die Daten sind weg. Welche Daten? Ihre Daten. Ihre Daten, die Blut- und Genomanalyse. Alles, was wir zur Herstellung eines Impfstoffs brauchen. Nein, alles, was ich brauche, um meine 50 Millionen zu kriegen. Hä, aber er ist doch der Sohn von Wesker, der ist doch reich, oder nicht? Nee, ich glaube, die... Ich glaube, der weiß das noch gar nicht, oder? Ich weiß es nicht. Oder? Ich bin gerade am Überlegen. Oder? Alter, er will auf jeden Fall sein eigenes Ding machen. Ich hatte alle Oder. Daten auf meinen Speicher. Ah, das nervt mich jetzt, der Part hier. Warum? Mitten im Schneesturm. Ist groß und unübersichtlich. Ah, klingt genau wie mein Unterleibsbereich. Okay, erst finden wir die Daten, dann suchen wir dort Zuflucht. Na. No. Die Daten, die du suchst, geht es um mich, oder? Es gibt Hat sie doch gerade gesagt, dass es um ihn geht, hä? Das Ortungsgerät zeigt uns an, wo sie sind. Okay, wir finden die Dinger. Dann mache ich uns einen schönen heißen Kaffee. Oh, den hätte ich jetzt auch gern. Aus was will der denn da jetzt einen Kaffee machen? Ist doch gar nichts für Kaffee. Schnee. In der Berghütte, meint er. Der weiß ja gar nicht, ob da Kaffee liegt. Das stimmt. Na sicher hupft er da runter, na sicher. Scharfschützengewehr. Wovon spielst du Nightmares weiter? Weißt du das schon oder eher spontan? Wie weit bist du da gestern noch gekommen? Ich bin weggepennt, ehrlich gesagt. Wo man diese Kiste sich ranzieht. Sie stecken in einem Kokon. Ja, ach, weiß nicht, das passiert öfters mit der Kiste. Ja, die erste Kiste, die man so wie so eine Gondel nutzen muss. Da sind irgendwelche Viecher aufgewacht gerade. Ja, die sind nervig. Bist denn du? Hier, vorne. Da ist so ein roter Punkt auf der Karte, da wollte ich eigentlich hin. Müssen wir nicht die Schlüssel sammeln? Doch, doch. No, no. Aber man kommt ja nicht überall hin, weißt du? Eigentlich können wir uns auch trennen, aber... Ja, ich weiß ja nicht, wohin. Aber wenn wir hier hochgehen, kommen ja die Jetski-Fahrer. Ist also voll mit Daten über mich. Hast du schon einen geholt, ja? Ja. Sehr gut. Ja. Auf mich ist Verlass. Aber auch der einzige, den ich bis jetzt. Also ich spiele das auf jeden Fall nochmal weiter, weil mir gefällt das Spiel schon. Sandra. Little Nightmares 2, na bestimmt, glaube ich, wenn ich den ersten durch habe. Also das Nightmare 2, muss ich sagen, ist weniger, finde ich jetzt horrormäßig, aber okay. Wesentlich mehr kaputter von den Szenen, die man sieht. Kaputter? Ich kann es jetzt nicht genauer erklären, einfach weil ich sonst spoilern würde. Aber, also diese Menschen oder was da sind, die sind da wesentlich abstrakter und ekliger.
Ich sag nur so, da gibt's eine Szene mit einem Bankett. Und das ist schon sehr, 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 sehr seltsam. Ich überleg grad, musste ich eigentlich überhaupt hierher, wo ich jetzt bin? Ich weiß nicht, wo du bist. Nee, ja, hab ich angefangen. Naja, es entspricht die Realität. Okay. Ist das so? Nein. Nein. Hat das Spiel realistische Züge? Nein. Little Nightmares oder was? Ja. Nein. Also ja, es ist wohl gesellschaftskritisch angehaucht, aber das ist schon Meta-Ebenen-Zeugs, weißt du? Das übersteigt unser Gehirn. Hä, wo sind die denn jetzt hin? Digga, kann das sein, dass ich hier alleine irgendwie im Nirgendwo... Ich sehe gar nichts. Was ist das für ein scheiß Schnee? Du brauchst einen Schlüssel, ne? Mir wird hier einfach ständig in die Fresse geschossen. Ich komme. Seh nix. Jetzt habe ich selber gelöst, mein Problem. Oder auch nicht. Oh yeah! Ich habe sie alle umgebracht. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Da hinten sehe ich deinen Namen. Ah, schön, dass du auch mal kommst. Ah, hier bin ich doch hoch, oder? Ja, ja. Kamen mir schon ein paar Jetskis entgegen? Nee, nur einzelne Leute bis jetzt. Kommt gleich. Ich wäre eigentlich auch voll der gute Musketier, glaube ich. Wenn man mal ehrlich ist. Ach, das kann ich fahren. Kannst du fahren, ja. Ich habe dafür keinen Führerschein, deswegen mache ich das nicht. Da bin ich sehr Urallmann-mäßig unterwegs. 3-4 Stunden. Wie der mich umfährt, was ein Arsch. Hier, komm mal her. Oder kämpfst du gerade oder? Ich hab gerade gekämpft, ja, ja. Hier im Bagger. Into the Bagger. So, jetzt ist schon mal ein bisschen ruhiger hier, wa? Hm. No, no. No, no.
Twitch geht wieder. War Twitch mal weg? Hatti hat gesagt, es war mal weg bei ihr. Die hat eh keine Zeit, weil der Sis hat heute Fahnenstangentag. Ist es eigentlich ein Geschenk, wenn man einer Frau zum Geburtstag Sex schenkt? Als Mann? Oder? Je nachdem, wie sie es aufnimmt, ne? Wenn sie damit glücklich ist. Empfinden? Du meinst, dass sie das als Geschenk empfinden? Ich weiß nicht. Frauen leben gerne mit dem Gedanken, sie können ja sowieso immer einen haben. Der ist aber hart eingefroren hier. Hier ist noch einer. Jawoll, Eck. Also ich würde mich freuen, wenn ich zum Geburtstag Sex kriege. Ehrlich gesagt. Würdest du das? Ja. Also das war jetzt ein Wink mit dem Zaunpfahl an dich. Ich hoffe, du hast das verstanden. Ich komme da nochmal drauf zurück. Aber du hast noch ein bisschen Vorbereitungszeit, also keine Sorge. Okay. Vielleicht noch ein bisschen trainieren, Beckenmuskeltraining und so. Ja, bis dahin. Ich möchte ausprobieren, wie viele Gegenstände welcher Größe ich dir hinten reinfahren kann. Warum mir hinten reinfahren schon wieder? Ja, weil ich mir selber ist ja langweilig. Ich will ja zugucken, was passiert. Und ab wann es weh tut. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Eigentlich könnte man doch hier abkürzen. Wo war denn das? Wieder nie aufgepasst, ja.